Hänslers Schnellnummer. Heute gibt es wieder ein Video aus der Kategorie Basics. Und zwar die Königin der Buttersoßen, die Beurre Blanc. Und wer könnte das wirklich besser zeigen als unser Küchenprofessor Tobiko Tobi Frerks. Viel Spaß. Ich zeige euch heute die perfekte Beurre Blanc, also die klassischste Grundbuttersoße der französischen Küche, die ihr eigentlich in jede Geschmacksrichtung, wenn ihr diese Grundsoße erstmal habt, weiter verfeinern könnt. Und zwar, dafür brauchen wir einen trockenen Weißwein. Wir haben hier einen Sauvignon Blanc. Ihr könnt auch einen Riesling nehmen oder was ihr gerne mag, aber gerne mögt, Entschuldigung. Aber das muss was sein, was trocken ist. Das heißt, wir brauchen einen Wein, der nicht so viel Süße hat, der ein bisschen auch eine Säure hat. So, dann brauchen wir ein Lorbeerblatt und ein paar Pfefferkörner. Das kommt schon mal in den Topf. Der Weißwein kommt dazu, ein Viertel Liter. So, und dann haben wir hier eine Schalotte, die habe ich schon gepellt. Die müssen wir einmal halbieren und dann einfach in Scheiben schneiden. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen Kraft, so ein bisschen Tiefe, ein bisschen schönen runden Geschmack und Aroma, wenn wir das in der Weißweinreduktion, die wir jetzt kochen werden, dafür mit auskochen. Also das hier mit rein und dann stellen wir das Ganze erstmal auf Vollpower, lassen das aufkochen und dann stellen wir es ein bisschen runter und lassen das Ganze um die Hälfte oder auf die Hälfte einkochen. Und danach wird das dann passiert und dann kommen wir eigentlich zur eigentlichen Buttersoße. Also ihr seht, das kocht jetzt wie Wäsche. Ne? Jetzt können wir auf halbe Hitze zurückgehen, weil wir wollen ja auch ein bisschen, dass das nicht einfach nur reduziert, sondern in der Zeit muss auch ein bisschen die Schalotte gar werden und ein bisschen Geschmack an die Flüssigkeit abgeben. Ja, das ist ein bisschen zu wenig, dass es ein bisschen leicht köchelt. Und das seht ihr auch, es wird so ein bisschen rosa durch die Schalotte, das ist jetzt ein bisschen reduziert. So, und währenddessen können wir unsere Butter schneiden. Ganz wichtig ist, die Butter nicht draußen stehen lassen oder so. Die habe ich ausgepackt, die Butter, die ist hart. Die war wirklich im Kühlschrank, der Block Butter. Das ist ein Block Butter, 250 Gramm. Und wichtig ist jetzt, die Butter muss kalt sein nachher und die Flüssigkeit, die Weißweinreduktion muss halt heiß sein. Und dann erzeugen wir mit Hilfe eines Stabmixers eine Emulsion. So, wir schneiden das jetzt mal eben und würfeln das fein, dass wir das nachher so ein bisschen stückchenweise nehmen können und nach in die heiße Butter einmontieren können. Ist aber echt kalt. So, also erst natürlich in Scheiben, dann in Streifen und danach die Butter quasi in Würfel schneiden. So, die geschnittene Butter zurück auf den Teller und dann ganz wichtig, das jetzt nicht draußen stehen lassen, dass es warm wird, sondern während die Reduktion noch reduziert oder einkocht, die Butter in den Kühlschrank stellen. So, ich glaube, das sollte reichen. Das müsste ungefähr die Hälfte sein. Wir gucken mal nach. Und zwar gebe ich jetzt die Weißweinreduktion durch ein Sieb in einen Messbecher. Und das ist auch ziemlich wichtig, dass man die richtige Menge Reduktion hat, weil sonst funktioniert die ganze Soße nicht. Also wenn man zu wenig Weißweinreduktion hat. Ich gucke hier mal, irgendwo ist hier so ein Markierungsstrich. Ja, guck mal, 120 sind das ungefähr. Das brauchen wir auch, weil wenn man zu wenig Weißweinreduktion hat, dann passiert Folgendes, dann irgendwann trennt die Soße sich wieder, weil dann habe ich zu wenig Säure und zu wenig Wasser. Also genau, warum koche ich diesen Weißwein eigentlich ein? Ich könnte es auch einfach mit Weißwein pur machen. Ich möchte nicht diesen alkoholischen Geschmack haben, aber ich will die feine Säure vom Weißwein haben. Darum geht es. Und ich brauche auch Säure, damit diese Emulsion, die ich gleich herstelle, überhaupt funktioniert. So, jetzt geben wir unsere Reduktion zurück in den Topf. Da brauchen wir keinen zweiten Topf für. So, wir wollen nur die Zwiebeln daraus haben, die Pfefferkörner, die Lorbeerblätter oder das Lorbeerblatt. Und jetzt erhitzen wir die Flüssigkeit wieder, also die Reduktion, weil die soll ja heiß sein und die Butter soll kalt sein. Und die Butter montieren wir jetzt nach und nach da ein. Jetzt geben wir mal ein paar Würfelchen, ich sag mal ein Fünftel oder so da rein. Kochen das kurz an, damit der Stabmixer das gleich überhaupt fassen kann. Also wir kochen es jetzt noch einmal richtig auf. Und jetzt geben wir mit der Hitze runter. Auf ein Drittel vom Herd oder so. Einmal nur, dass Wärme nachkommt, dass es aber nicht mehr kocht. Das ist wichtig. Und dann hebt man den Topf immer so ein bisschen an. Mixt die Butter ein. Jetzt seht ihr, das wird schon wunderbar schaumig und es wird so richtig schön weiß.
Deswegen auch Beurre Blanc, also ganz leichten rosa Stich, weil wir Schalotten genommen hatten, würden wir Zwiebeln dafür nehmen, wäre es natürlich richtig weiß. So, und jetzt immer wieder kurz draufstellen, dann kommt ein bisschen Hitze zurück, aber wie gesagt, nicht mehr kochen. Und dann kann man das wieder ankippen und weiter mixen. Und das machen wir jetzt mit der ganzen Butter. So, jetzt kommt der Rest von der Butter dazu. Nochmal anheben. Ihr seht, die Soße ist warm und dampft ein bisschen, aber ich denke mal, weiß ich nicht, vielleicht würde die 65 Grad, 70 Grad haben. Dadurch, dass man jetzt so mixt, geht natürlich auch der Wasserdampf nach oben. So, und ihr seht das jetzt hier, immer schön hoch und runter bewegen, Luft einmixen sozusagen. So, jetzt ist wichtig, einmal die Butter komplett aufzulösen. So, dann abstellen und den Herd ausmachen. Da darf jetzt keine Hitze mehr drunter, weil sonst würde es anfangen zu kochen. Und diese Emulsion, die wir hergestellt haben, also eine Verbindung von zwei Stoffen, die sich eigentlich nicht verbinden lassen, das haben wir jetzt nur mechanisch erzeugt mit dem Stabmixer, die wir jetzt hergestellt haben, die würde sich trennen durch Hitze. Kocht, dann ist das weg. Das wollen wir nicht. So, und jetzt müssen wir das Ganze natürlich abschmecken. Ein kleinen Spritzer Zitronensaft geben wir da ran. Bisschen Pfeffer. Ordentlich Salz, nicht zu knapp, weil ihr dürft immer nicht vergessen, so eine Soße, die esse ich ja nicht wie ein Pudding, weiß ich nicht. Also wichtig ist immer, dass man solche Soßen im Grunde genommen, sage ich mal, 20% überwürzt, weil wir sagen immer einfach so, auf dem Weg zum Teller verliert das Ganze an Geschmack. Und das stimmt auch, weil ich esse ja nicht die Soße einfach, ich löffel die nicht, sondern die esse ich ja mit anderen Komponenten auf dem Teller bei meinem Gericht zusammen. Deswegen immer ein bisschen überwürzen. Und generell ist es auch so, wenn man viel Fett hat, in diesem Fall haben wir extrem viel Fett mit der Butter, das schluckt auch extrem viel Salz und Geschmack und Aromen. Also transportiert auch gut Aromen und behält die Aromen, aber da muss immer ordentlich Gewürz ran. So, und jetzt wird das Ganze nochmal ordentlich durchgemixt. Und fertig ist eure Beurre Blanc. Also, ich sag mal so, ihr könnt jetzt einfach sagen, alles klar, ich hau da ein bisschen alten Balsamessig rein, weil ich das zu meiner Pasta haben will. Ich mache da Chili rein, weil ich das zu meinem, keine Ahnung, Garnelen-Asia-Style haben will. Also wie gesagt, diese Grundsoße könnt ihr jetzt in fast jede Richtung weiter verändern. Was weiß ich, Wasabi da reinmachen, Honig und Senf. Also wie gesagt, ist so auch eine perfekte Soße, kann man jetzt aber in jede Richtung weiter verändern. Und jetzt probieren wir das Ganze natürlich mal, oder ich für euch. Ich sag's euch, und guck mal, deswegen auch, man richtet das dann auch an, ich gehe da nochmal mit dem Mixer rein, man richtet das dann auch am Teller an, dass man immer so ein bisschen mixt und dann oben mit der Kelle oder mit dem Löffel den Schaum runternimmt und nicht unten die platte Soße. Deswegen, das hier reicht auch für eine ganze Familienfeier, wenn ihr eine Großfamilie habt, weil ihr nehmt ja immer nur hier oben das Schäumchen runter und lasst das so. Oh, das umspielt einfach alles so. Das ist so richtig, dass man sagt, oh, das ist einfach, es ist einfach perfekt. Also, das sollte in eurem Standardrepertoire jetzt öfter mal auftauchen. Hier die Einkaufsliste zu Beurre Blanc. Ihr braucht 250 Milliliter Weißwein, 10 weiße Pfefferkörner, eine Schalotte, ein Lorbeerblatt, eine halbe Zitrone und 250 Gramm Butter und Salz und Pfeffer. Das war Henslers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter henslers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.